Hallo, meine Fisten, aber herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yu-Gi-Oh! Eines Tages werde ich die ganze Welt fisten, aber wie gesagt, heute zocken wir erstmal Yu-Gi-Oh! Mit dem Koga wieder. Moin! Und ich habe noch ein Deck zusammengestellt gehabt, quasi just for fun, damit spiele ich jetzt heute mal. Ich rechne mir nicht sehr hohe Chancen aus damit, aber ich fand es trotzdem lustig, das einzusetzen mal. Dieses Profilbild, ey. Ja. Ey, der schon wieder, ja. Na gut. Mysteriöse Puppenspieler. Vielleicht für die Zuschauer, jedes Mal, wenn du ein Monster, du oder dein Gegner ein Monster als normale oder Flip-Beschwörung beschwören, erhältst du Life Points in Höhe von 500 Punkten. Also ich. Nun gut, also dann aktiviere ich erstmal mystischer Raum-Typhoon. Oh, da fallen Karte. Sehr gut. Mann. Dann spiele ich den immer treuen Goblin. Ich habe jetzt schon wieder komplett gefailt, ey. Wieso? Ich hätte noch eine andere Karte. Ah, Mann. Die habe ich nicht gesetzt. Ich bin so ein Trottel. Dann greife ich deinen hässlichen Puppenspieler da an. Also ich weiß nicht, ob er hässlich ist, weil er ist ja maskiert, aber wahrscheinlich ist er hässlich. So, und dann beende ich meinen Zug. Eine weitere verdeckte Karte. Das ist wahrscheinlich die Karte, die du gerade schon hättest spielen können. Dazu werde ich mich nicht äußern. Ja, klar. Ach, der Nacherfer. Die wollte ich eigentlich nicht so früh spielen, aber... Bleibt keine andere Wahl. Ha. Oh, okay. Damit war es das erste Mal. Verrückt. Total. Nun gut, dann beschwöre ich die Goblin-Lock-Einheit. Ach Gott, das ist ein Goblin-Deck. Ja, ist es wirklich. So, dann greife ich dich damit mal an. Mal, ob es durchkommt. Außen durch. Dann kann ich den Effekt von Goblin Lock Einheit aktivieren, eine Karte ziehen. Ja. Mehr nicht mehr zu. Okay. Okay. Gut, dann beende ich meinen Zug. Okay. Crazy shit is going on here. Ey. Und ich aktiviere faszinierender Kreis. Okay. Und deine Goblin-Truppe da kann jetzt nicht mehr die Position ändern. Okay. Also kannst nicht angreifen oder die Kampfposition ändern. Das heißt, die wird jetzt für immer in Verteidigungsmodus bleiben. Außer die Karte faszinierender Kreis wird zerstört. Also die Karte fast in der Kreis wird zerstört, genau. Ah. Ja, komm, dann dann beschwöre ich den bettelnden Goblin. Und fisch dich damit halt nochmal an. Sich der Effekt. Oh. Das ist auch ziemlich gut. Der bettelnde Goblin. Oh Mann. Oh. Voll heftig. Ich wusste gar nicht, dass der Effekt auch für Zauber- und Fallenkarten gilt. Warum denn nicht?
Na gut, komm, ich nehme mal das hier. Okay, Rauben der Goblin. Rauben der Goblin. Fest 2. Und dann Karten. Und. Tja, dann melde ich mal jetzt. Tja. Du wirst wahrscheinlich wieder gewinnen. So, aktivieren wir den Effekt von Raubender Goblin. Und ja, du kannst die Karte da ruhig zerstören, das ist okay. Geringer Goblin-Beamter. Ja, geiler, das ist ist eine krasse Karte, Digga. Was macht der Raubende Goblin? Wirft dein Gegner eine zufällige Karte ab. Ja, wenn ich dir Schaden zufüge, dann musst du eine Karte abwerfen. Ah ja, okay, verstehe. Okay. Nice. Okay. Lass ich nicht. Oh, Entschuldigung, lass ich nicht zu. Dann ändere ich die erstmal in Verteidigungsposition. Dann beschwöre ich Goblin Elite Angriffstrupp. Oh. Karte an. Ja. Okay. Ah, gut. Komm schon, Herz der Karten. War dumm, die in Verteidigungsposition. Lieber setzen. Naja, ich wüsste ja nicht, was ich jetzt hätte damit machen sollen, also. Nun gut, dann ändere ich wieder in die Angriffsposition und beschwöre ich noch den verspäteten Ork. Ich feiere den Rucksack so, Mann. Ja. Der kann noch nicht angreifen, aber mein bettelnder Goblin kann angreifen. Und das aktiviert sich natürlich seinen Effekt. Ist auch geil. So, dann gehen wir in die Main Phase 2. Karte. Und dann bin ich fertig mit meinem Zug. Tja. Was könnte man machen? Erfahrener weißer Magier. Ja, und den rüste ich jetzt mit Horn des Einhorns aus. Kommt eine Zauberzählmarke dadurch. Der hat jetzt 2400 Angriffspunkte. Ach, ich habe eh nichts zu verlieren, was soll's. Ich greife deinen verspäteten Ork an. Okay. Das ist super. Damit beende ich meinen Zug. Tschub, tschub. Sehr gut. Ja, total. Also faszinierend, wirklich. Okay. Na gut, aktiviere ich Rageki. Ja, gut. Ist halt ein ziemlich langweiliges Match, was? Dann spiele ich verdeckte Goblin-Mission. Da greife ich meinen bettelnden Goblin an. Effekt natürlich wieder. Tja, was nehmen wir denn mal? Ach komm, ich nehme die mal hier. Kann ich sogar noch spielen. Ja, und die greift natürlich auch noch an. Oh,
Und dann aktiviere ich geringerer Goblin-Beamter. Und dann aktiviere ich nochmal geringerer Goblin-Beamter. Und dann gehe ich in die Main Phase 2. Und aktiviere lugender Goblin. Ich darf mir die obersten drei Karten von deinem Deck ansehen und eine davon unter dein Deck legen. Erfahre ich auch welche? Ach, ist eigentlich eh egal, ich habe eh gleich verloren. Ist Weiß eigentlich ich völlig nicht, egal. kannst du ja sagen. Hast du es erfahren? Ja, ich hab's erfahren. Ach so, fuck, das habe ich verkackt. Nicht so schlimm. Ist ja egal, du machst da jetzt eh Schluss. Ja. So. Geringere Goblin-Beamte. Was ist das wohl? Sprengkapsel. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ja auch. Alter, das ist. Eigentlich macht das Deck schon ziemlich viel Sinn, also weiter. So, also, krass. Na gut, ich spiele auf jeden Fall nochmal verdeckte Goblin-Mission. Und gehe in die Battle Phase. Und. Oh, du kannst noch was aktivieren. Und greife ich direkt an. Die Karte hat noch nicht einmal was gebracht, raubender Goblin. In der ganzen Runde nicht. Ey, ich hab halt nichts, ne? Das ist halt wie zu DDR-Zeiten. Ja, dann sag ich mal GG. Ja, langweiliger Kampf. Warum? Ja, aber ich halt, ich weiß nicht, ich will es jetzt natürlich nicht auf mein Deck schieben oder so, weil ich halt nichts Gescheites gezogen habe, aber im Grunde ist es halt schon so. Mal hier, die hatte ich auch noch. Die finde ich auch geil. Hart feischelnder Goblin. Ja. Ja, GG, danke fürs Zuschauen. Kommt bei Vogel vorbei, abonniert den Kanal, sonst war alles umsonst. Haut rein. Sonst war alles umsonst.